Ha, wir locken jetzt ein Schnellvideo, weil ich dieses Video schon mal gemacht habe und Rekord mein Desktop mir das schön versemmelt habe. Muss ich mich beeilen, damit ich das jetzt schnell noch machen kann. Denn es ist schon spät. Gut, Quantalquetzal. Ich wollte so einen schönen Hintergrund haben, ja, hab mir den mit GIMP gebastelt und mit GIMP 2.8, was hier bei Ubuntu 12.10 dabei ist, kann man das auch ganz gut machen. Ich habe dann im Internet bei der Google-Suche nach Quantal Quetzal, Google Bilder könnt ihr ja suchen, so ein Bildchen gefunden, das war mir nicht gut genug. Öffne mit GIMP, mache ich jetzt nochmal auf die Schnelle. Wird wahrscheinlich das kürzeste Video dieser Geschichte, dieses Kanals. Zack. Und wenn man sich dann mal reinzoomt, ne, sah man zum Beispiel, dass hier noch ganz viele so komische Noppen sind. Anscheinend war das mal abfotografiert worden von irgendwas. Jetzt machen wir unter GIMP Filter, und zwar Enhanced, und dann Flecken entfernen. Und dann sagen wir, okay, jetzt sind schon weniger Flecken. Mit Steuerung F kann man das wiederholen ein paar Mal. Steuerung F habe ich jetzt, was weiß ich, 5, 6 Mal gedrückt. Jetzt sind die Flecken weg. Sieht doch schon besser aus. So, dann habe ich noch gemacht Folgendes. Mit der Pipette habe ich mir die Farbe geholt und dann auch noch mal die andere Farbe auch noch mal geholt, dass das jetzt beides grau ist. Habe gefüllt. Zack, zack. Das sieht jetzt schon besser aus. Jetzt sind die Flächen genauer. Dasselbe gemacht mit den Flächen. Hab mir auch dort die Farbe geholt. Wie gesagt, ich mache jetzt alles im Schnelldurchlauf. Es ist schon spät, Leute. Und mache jetzt ganz schnell das nochmal. Ne? Also jetzt habe ich schon ein schärferes Bild. Ja, Flecken entfernt, schärferes Bild. Und da gibt es noch mehr Filter. Hier sind teilweise die Zeichnungen noch in Englisch, aber das wird sich noch ändern. Dann habe ich noch Edge Detect, das heißt hinterher Kanten finden, Kanten gemacht, ja, zack. Und dann sah das schon mal so aus und dann kann man noch rumspielen mit den Farben, Helligkeit, Kontrast, kann man noch was spielen, ja, kann man ein bisschen Helligkeit, Kontrast noch ein bisschen verstärken, zack. Wie gesagt, jetzt alles mal im Schnelldurchlauf. Und dann kann man noch mehr machen mit den Eckeffekten, Differenz der Normalverteilung, ja, die ist standardmäßig invertiert. Das Invertieren nehme ich raus und kann dann hier noch ein bisschen mitspielen mit den Parametern und schon bekomme ich ganz irre Effekte für dieses Bildchen. Radius und so weiter kann ich noch mit rumspielen und sage ich mal so, das sieht schon ganz nett aus. Sage ich okay. Hab dann ganz irres Bild vom Quantalquetzal. Jetzt könnte ich noch die Farben einfärben in der Farbe, die mir gefällt, dass das nur ein Farbton ist, Sättigung, ähnliches, ja. Genau. So könnte ich das machen. Auf dieses Bild könnte ich natürlich jetzt mehrfach kopieren, mir ein neues Bild machen, File New, kann mir eine Größe angeben, was weiß ich, 1000 mal 1000 Pixel. Erweiterte Einstellungen. Okay. Hab ein neues Bild. Kann sagen, das Bild soll jetzt nicht in diesem komisch rosa sein, sondern schwarz. Und nochmal schwarz. Okay. Füll das Ganze schwarz. Kann das Bild Edit Copy kopieren. Kann das hier Edit Paste as neuer Layer da einfügen. Kann das dann wiederum verschieben. Na, kann das folgendermaßen machen. Jetzt ist die Farbe nicht transparent, sondern schwarz als Hintergrund, Colors und Farbe zur Transparenz, dass die Farbe von schwarz transparent wird. Dann kann ich auch mehrere Bilder hintereinander legen. Jetzt kann ich mit den Layer kopieren. Edit Copy, Edit Paste as New Layer. Also neue Ebene, kann diese Ebene verschieben. Und durch diese Farbe zur Transparenz kann ich die dann auch übereinander legen. Kann die Ebene wieder mit Colors einfärben in einer anderen Farbe. So, wie ich das gerne hätte. Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast. Cool aus. So, das Ganze kann ich jetzt wieder zusammenfügen zu einem Bild. Ja, ich habe hier mehrere Layer, kann das jetzt die Filter bzw. die Layer nach unten verbinden. Layer Merge Down heißt das hier noch. Das ist noch nicht eingedeutscht. Und dann kann ich mit dem Auswahlwerkzeug hier Image Crop to Selection das zuschneiden
Und dann kann ich das Ganze noch nahtlos machen mit Filter, Map, nahtlos machen. Hab sowas dann, kann das damit File, Export speichern als PNG-Bild, meinetwegen auf meiner Arbeitsfläche, wo man dann PNG exportieren und dann habe ich das auf meiner Arbeitsfläche. Gut, jetzt gehe ich mal schnell auf eine andere Arbeitsfläche, damit man das sieht. Also dieses Bild will ich jetzt hier drauf haben. Das nehme ich jetzt mal weg und sage Hintergrund der Arbeitsfläche ändern. Ich habe das jetzt gerade auf meinem Desktop gespeichert. Desktop umbenannt öffnen. Dann habe ich das als Hintergrundbildchen. Sieht doch schon ganz nett aus. Aber das will ich dann kacheln. Und dann sieht das so aus. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Hoffe, dass mein Ton diesmal aufgezeichnet wird und ich endlich ins Bett gehen kann. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.